herzlich willkommen zu einem neuen Video von autophorie.de. Heute sind wir im wunderschönen Holland unterwegs, genauer gesagt in der Nähe von Amsterdam. Und bevor wir dieses Video starten, hätte ich eine kurze Frage an euch. Und zwar, was kommt nach Adam? Richtig, Eva. Das tut jetzt aber nichts zur Sache, denn in unserem Fall kommt nach Adam Karl. Und zwar der neue Opel Karl. Kurz zur Aufklärung für diejenigen, die jetzt denken, was redet die da, Adam, Eva, Karl? Es ist so, dass Herr Adam Opel einen Sohn namens Karl Opel hatte. Und nach diesem ist das neue Fahrzeug von Opel auch benannt. Ihr seht, es ist ein relativ kleines Auto, das praktisch ist und sozusagen der Einsteiger vom Budget her sein soll für Opel, denn er ist der günstigste. Ab 9.500 Euro kann man sich nämlich nun in die Opel-Familie sozusagen einheiraten. Das Ganze endet dann, wenn man denn alle Extras und the whole package haben möchte, mit 15.500 Euro maximal. Die Lackfarbe, die wir hier sehen, erinnert mich extrem an den Opel Corsa OPC Nürburgring Edition und ist darum für mich so das klassische Opelgrün. An sich haben wir aber 10 Farben zur Auswahl, aus denen man sich ja entscheiden muss. Mir persönlich gefiel vor allen Dingen diese lila-gräulich-auberginefarbene Lackvariante sehr, sehr gut. Aber da kann natürlich jeder selbst die Wahl treffen. Fangen wir designtechnisch einfach mal bei der Front des Opel Karl an. Ihr seht, es ist nicht besonders viel los, es ist ein sehr schlichter Kandidat, aber manchmal ist pures, klares Design ja auch ganz nett. Gehen wir einfach mal an der Seite rum und schauen uns mal kurz die Reifen des Karl an. Hier haben wir 16 Zoll, das Ganze geht aber noch ein, zwei Nummern kleiner, nämlich bis 14 Zoll. Und jetzt ein kleines Suchspiel. Wer sieht hier noch den Opel Blitz? Hier hat ihn jemand gefunden, so ganz unauffällig, in der Seitenlinie. Uns ist das direkt aufgefallen, aber laut Opel selbst ist das reiner Zufall. Selbst wenn, ich finde es cool, dass man das Logo mal auf diese Weise präsentiert. Während der Karl vorne eher so eine Art Smiley-Face hat, hat er hinten eine ganz schön große Klappe. Und das ist auch das, glaube ich, was das Design hintenrum ausmacht. Denn wirklich spektakulär ist es hier auch nicht, aber man hat eine große Öffnung für den Kofferraum dahinter. Und wenn wir das Ganze dann öffnen, finden wir einen Stauraum von 215 Liter bis zu 1013 Liter. Beim Blick unter die Motorhaube des Opel Karl erkennen wir immer dasselbe. Das heißt, hier steckt immer der 1 Liter Dreizylinder mit 55 kW bzw. 75 PS darunter. Ist laut Opel komplett neu entwickelt, entwickelt ein Drehmoment von 95 Newtonmeter Drehmoment und ist immer an das ein oder dasselbe Fünfganggetriebe gekoppelt. Der Normverbrauch ist mit einem Eco-Paket, da ist dann vorne und hinten noch so ein kleiner Spoiler, bei 4,3 Liter. Ohne dieses liegt er bei 4,5 und auf der ersten Fahrt muss man sagen, ja, der Wert ist erreichbar, aber eher, wenn man sich wirklich voll darauf konzentriert. Für den Basispreis von 9.500 Euro bekommen wir beim Karl nicht ganz so viel, also vor allem nicht so viel, wie wir hier sehen. Hier sprechen wir von einer Ausstattung, die ungefähr 13.000 Euro kostet. Dabei zählt zum Beispiel das höhenverstellbare Lenkrad wie auch die höhenverstellbare Fahrersitz dazu. Denn die gibt es erst ab der Ausstattung Edition. Wenn ich mich einmal hinter mich selbst setze, dann muss man sagen, im Karl ist eigentlich ausreichend Platz für 4 Personen, obwohl es ein 5-Sitzer ist. Ich würde mich nicht unbedingt zu 5 in das Auto setzen wollen, auch wenn es vom Platz hier zumindest an den Knien noch ausreicht. Der Kopf ist auch noch ausreichend Platz. Aber wenn ich jetzt mir vorstelle, hier würden 3 von mir sitzen, dann wäre es dann doch ganz schön eng. In dieser Klasse ist natürlich kein Novum, dass die Fensterheber elektrisch Aufpreis kosten. Aber dass man sie im Fond fast komplett runterlassen kann, das schon. Ähnlich ist es bei der Rücksitzbank. Auch hier muss man ein bisschen Aufpreis mit einberechnen, denn die zu 2/3 teilbare Rücksitzbank kostet auch extra. Serienmäßig verfügt der Opel Karl über beispielsweise 6 Airbags, den ABS, Traktionskontrolle und auch einen Berganfahrassistent. Aber man kann ihn natürlich auch aufrüsten, wie etwa mit dem IntelliLink, was ab Herbst auch mit Apple CarPlay und Android Auto funktionieren soll. Ab Herbst ist wie gesagt CarPlay auch im Opel Karl verfügbar. Funktioniert wie folgt, man stöpselt einfach das Handy an. So, und dann sollte es eigentlich relativ schnell auch auf den Bildschirm kommen. Und so sieht das Ganze dann aus, wenn man keine Apps installiert hat. Von vorne her muss man sagen, es ist ein sehr entspannendes Fahrgefühl, denn wirklich viel Leistung hat man nicht. Deswegen fühlt man sich auch nicht so hingerissen zum Schnellerfahren. In der Stadt ist es dann prinzipiell eher kein Problem, dass man wirklich nicht viel Leistung hat. Man kann trotzdem gut im Verkehr fließen. Vom Verbrauch, ja, wie gesagt, also die 4,5 sind machbar, aber
wenn man dann im Stau steht und dieses typische Stop-and-Go eben hat, dann schnell der Verbrauch mal eher auf die 6 Liter zu. Nicht mehr ganz so sparsam wie angegeben. Das Fahrgefühl an sich, von der Federung und so, ist eher komfortabel, vielleicht ein bisschen schwammig, aber welches Citycar ist das nicht? Zum Abschluss noch ein kleines Fazit zum neuen Opel Karl. Meiner Meinung nach ist er ein schönes Einstiegsauto, wenn man der Opel-Familie sozusagen beitreten möchte. Er ist auch ein günstiges Einstiegsauto, wenn, und das ist eben der Punkt, wenn man auf Extras und Erweiterungen sozusagen verzichten kann, denn jedes kleine Extra kostet mehr. Dadurch steigt der Preis sehr schnell. Da muss jeder selber wissen, was er braucht und was er bezahlen möchte. Uns würde jetzt interessieren, ist das ein Auto für euch? Ist das ein Auto, was euch gefällt und auf Anhieb anspricht? Schreibt das doch gerne einfach mal unten in die Kommentare. Und ansonsten gilt wie immer, please like and subscribe und bis zum nächsten Mal.